als Schiedsrichter Eike Schäffer auch vom TuS Zengern. Erste Partie für ihn heute Vormittag. Ball liegt bereit für die kommenden 12 Minuten. Auf geht's! Und Leverkusen liegt direkt los durch Julian Kurowski, die Nummer 9 von Bayer. Eckball. Per Lupfer, per Lupfer erfolgreich! 1-0 Leverkusen, Kiel Becher. Ungewöhnliche Variante, weil der Ball sehr lang in der Luft war, aber Schalke kriegt es ja nicht gut verteidigt. So, hier reingelupft der Ball und perfekt direkt genommen. Schönes Tor. Also früher Auftakt hier in die Partie. Leverkusen insgesamt ja sehr gute Vorrunde gespielt. 2-1 Erfolg gegen Wolfsburg. Ein 0-0 gegen Mainz 05. Gegen die Mühlis haben sie verloren. 2-3 und dann heute Morgen der 1-0 Erfolg gegen den Hamburger Sportverein. Schalke mit 4 Punkten. 1-1 gegen Hamburg zum Auftakt. Ein 2-4 gegen starke Bayern. Gegen Bremen gab es dann 3-2 Erfolg und gegen Wolfsburg heute Morgen dann die 3-2 Niederlage. Leverkusen im Angriff. Bayer, Tabellendritter der Niederrheinliga, 9 Spiele, 23 Punkte. Haben in 9 Spielen nur 9 Gegentore kassiert. Zweitbeste Defensive und die zweitbeste Offensive der Liga. 2 Punkte hinter Tabellenführer Köln. Versuch, der steile Ball, kein Problem für Nick Bodon. Tor der Schalke. So. Oh, ja, es ist ein Wechselfehler passiert. Da hat Silas Thier den Wechsel mitbekommen. 4 sind auf die Platte gelaufen. Er hat noch den Moment ausgeführt. Jetzt hat Eike Schäffer Gesprächsbedarf. Erklärt das aber vernünftig, kein Problem. Michael Eppers nickt, der Trainer der Schalker. Passiert, Ballbesitz Leverkusen, alles halb so wild. So, Schalke treibt an, Schalke will ausgleichen. Nick Bodon. Bodon muss einmal retten, guter Druck hier. Von Amel Koric im starken Leverkusen Offensivspieler. Jetzt wieder mit viel Tempo kommt. Bodon kriegt die Hände noch gerade so hochgerissen. Sehr auffällig hier. Koric, die Nummer 19 bei Bayer 04. Tiefer Ball. Bodon passt auf. Leverkusen auffällig, stellt selten die Spieler wirklich tief. Also vor das gegnerische Tor. Im Aufbau oft sehr eng zusammen, um dann diese tiefen Wege nach vorne zu machen. Leben da
von der Dynamik ihrer Offensivspieler. Kein Foul hier, entschieden von Heike Schäffer. Schussversuch hier, nächster Schussversuch, Bodon. Ja, der Kuric, der hat die Qualität, auf engstem Raum direkt in Abschlüsse zu kommen. Hervorragende Schusstechnik. Großes Offensivtalent. Talent für beide Mannschaften schon. Spannende Mannschaften hier auf der Platte gewesen. Bayer Leverkusen zum Beispiel mit Danny da Costa 2009. Benjamin Henrichs war hier 2013. Dominik Kohr 2015. Wir ganz weit zurückgehen. Bastian Oczipka 2005 hier auf der Platte gewesen. Aber auch Chris Kramer 2006. Hier und der Ausgleich im Hier und Jetzt für Schalke. Jonas Skorecki trifft für Königsblau. Und wie soll es anders sein in diesem Spiel bisher durch eine Einzelaktion? Die kommen noch nicht so richtig durchkombiniert vors Tor. Das gilt für beide Seiten. Unentschieden auch durchaus verdient. So, nächster Abschlussversuch. Alessandro Nikolic für Bayer. Da haben wir ihn. Oh, langer Ball und da musste Julian Weitz einmal eingreifen. Beziehungsweise Moritz Schrief im Tor. Moritz Schrief im Tor bei Bayern 0 für Leverkusen. Da haben wir. Starke Drehung und starke Parade von Bodon. Gute Aktion vorher von Thierry. Aber Sugini, und jetzt haben wir den Führungstreffer für Bayer 04. Kjell Becher. Und hier noch die Aktion an der Bande. Toll behauptet, Ball zurückgelegt. Das war gewollt. Den wollte er genau dahin haben und dann stark nachgerückt. Kjell Becher mit dem 2:1 für Bayer. Es ist intensiv. Es ist nicht immer die große Hallenkombination, aber es ist wahnsinnig intensiv von beiden Mannschaften. Sehr körperlich, sehr nach vorne verteidigt. Und hier der lange Ball. Hier ein gewähltes Mittel, gerade bei Leverkusen. Schussversuch hier von Tyron Fernandes. Bodon, geht's weiter. Wichtig hier der Versuch. Abschluss von Romeo Kowatzki. Noch
Vorlage von Finn Novak. Hier das Foulspiel von Abesugui. Der quäligen Nummer 11 von Bayern 04. So, Aufbau Königsblau. Mit Nick Bodon am Ball. Schussversuch in die Mitte. Stark pariert von Moritz Schrief, der den Ball jetzt noch sicher hat. Da gab Freistoß. Entweder hat Schrief das nicht mitbekommen. Oder es war eines der cleversten und subtilsten Zeitspiele, die man so machen kann. Blitzohr. So, Bayer hat den Ball. Spielt sich jetzt gut frei. Aber es sind klasse Ball. Romeo Kowatzki kommt da nicht zum Abschluss, aber wunderbar freigespielt vorher. Das Dribbling in die andere Richtung und dann gegen die Laufrichtung in den freien Raum gespielt. Nächste Parade von Moritz Schrief. Diese langen Bälle, da ist Schalke gut unterwegs, sichern gut ab, haben diese direkte Rückwärtsbewegung, da hat man genau hingeguckt, wie Leverkusen gerne. Vors Tor kommt. Bremsen da Leverkusen auf jeden Fall in der Dynamik. Und nach vorne läuft es noch nicht so fantastisch. Gute Minute noch. Luca Futsa hier am Ball. Jetzt geht es in die Halbzeit. Die letzte Spielminute wird euch präsentiert von der Einzigkugel. Nochmal der Wechsel für Leverkusen. Abschlussversuch. So, gelingt Schalke hier. Der Lucky Punch. Rettet sich Schalke ins 9-Meter-Schießen. Gäbe es sofort bei Unentschieden. Bodon klärt. Klasse Ball, klasse Ball! Und die Riesenmöglichkeit, Latte! Jetzt nochmal, die erste Möglichkeit eben für Silas Thier. Schalke im Pech. Und jetzt die große Möglichkeit, aber auch der Ball geht übers Tor. Wir haben noch 15 Sekunden. So, Ball muss außerhalb des Strafraums gespielt werden, kein Problem. Jetzt mal Luca Fuzza. Weiter, da ist Sigorki! Und das war das Außennetz. 6 Sekunden Leverkusen am Ball. Es riecht nach Viertelfinale für Bayer 04. Letzter langer Ball. Das war's. Leverkusen steht im Viertelfinale. Schalke ist ausgeschieden. Wir sagen trotzdem danke für ein tolles Turnier, für tolle Momente. Insbesondere das spektakuläre 3:2 gegen Werder Bremen war top. Und wir freuen uns auf Bayer 04 Leverkusen im Viertelfinale.